Hallo und herzlich willkommen zu Homöopathie einfach erklärt. Ich bin Petra Merker, Heilpraktikerin für klassische Homöopathie in Darmstadt und im heutigen Video geht es um einen Hautausschlag, den Intertrigo und den Milchschorf. Das Wort Intertrigo ist aus dem Lateinischen inter, was zwischen heißt, und terere, von reiben, abgeleitet. Dies deutet schon darauf hin, dass der Hautausschlag vor allem in Bereichen, in denen die Haut aufeinander reibt, auftritt. Die bevorzugten Stellen sind die Achselhöhlen, die Leistengegend, aber auch in der Bauchfalte, unter der Brust oder am Hals können Probleme auftreten. 45% der Patienten mit Übergewicht leiden an dieser Hautkrankheit, aber auch Menschen mit Diabetes, herabhängenden Brüsten, vermehrtem Schwitzen oder auch Babys können betroffen sein. Der Hautausschlag äußert sich durch eine Rötung, Jucken oder auch Schmerzen. Vor allem Brennen der Haut und ein unangenehmer Geruch können die Hauterkrankung begleiten. Unterhalten wird der Hautausschlag durch Schwitzen und Reibung. Eine Pilz- oder bakterielle Infektion kann den Hautausschlag deutlich verschlechtern. Aus homöopathischer Sicht zeigt ein Hautausschlag eine vererbte Schwäche auf, die sich über die Haut nach außen entlastet. Im homöopathischen Repertorium sehen wir in der Rubrik Haut Intertrigo ganze 64 Arzneimittel, die wir für diese Erkrankung differenzieren müssen, und nur das 100% passende Arzneimittel wird den gewünschten Erfolg bringen. Für diese Tatsache habe ich schon so manches Mal die Homöopathie verflucht. Denn ein nur zu 90% passendes Arzneimittel wirkt nicht tief genug und man wird keinen tiefgreifenden Erfolg haben. Deswegen sind wir in der Homöopathie auf gute Symptome angewiesen und der Fall, den wir uns heute anschauen, hatte sehr gute Symptome, sodass ich gleich das passende Arzneimittel finden konnte. Wir schauen uns heute den Behandlungsverlauf eines Babys an, das an einer solchen Hauterkrankung litt. Bei Babys kann man einen solchen Hautausschlag relativ schnell beseitigen, da der Hautausschlag noch nicht lange besteht. Desto länger der Hautausschlag schon vorhanden ist, desto länger kann auch die homöopathische Behandlung in Anspruch nehmen. Noch kurz zur medizinischen Vorgeschichte. Die Mutter hatte während der Schwangerschaft einen Vaginalstatus erstellen lassen, den wir hier sehen. Es fallen zwei Bakterien und ein Pilz bei dieser Untersuchung auf. Bei den Bakterien sind die Staphylokokken leicht erhöht und die Gardnerella, eine weitere Bakterienart der Scheide, wies eine erhöhte Keimzahl auf. Auch der Hefepilz Candida albicans war mit einer erhöhten Keimzahl vertreten. Diese Keime gehören zur normalen Flora der Scheide und machen, sofern sie im Gleichgewicht mit anderen Keimen sind, keine Probleme. Wenn aber dieses Gleichgewicht durch irgendwelche Gründe gestört wird, können einzelne Keime überhand nehmen und gesundheitliche Probleme bereiten. Eine Ursache, die das Gleichgewicht der Mikroorganismen stören kann, sind Hormonveränderungen, wie wir dies zum Beispiel während einer Schwangerschaft haben, so wie dies bei dieser Frau der Fall war. Bei einer bakteriellen Infektion während der Schwangerschaft kann es zu vorzeitigen Wehen kommen, die Fruchtblase zu früh platzen oder sich die Embryonalhülle entzünden. Die konventionelle Medizin setzt zur Behandlung meist Antibiotika ein. Da aber nicht das komplette Mikrobiom entfernt werden kann, ist die Rückfallquote mit 60 bis 70% ziemlich hoch. Eine schonendere Behandlung stellt der Einsatz von Zäpfchen mit Milchsäurebakterien dar, um die Scheidenflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen, die manchmal auch zum Einsatz kommt. Das Ungleichgewicht in der Scheidenflora der Mutter könnte aus konventioneller Sicht zu einem Ungleichgewicht der Hautflora des Babys geführt haben, sodass sich dies durch einen Hautausschlag bemerkbar machte. Schauen wir uns einmal den Hautausschlag an, mit dem das Baby zu tun hatte. Die Ausgangssituation war die, die ihr auf diesen Bildern hier sehen könnt. Das Baby hatte einen Hautausschlag unter beiden Achseln, in der Halsfalte und einen Milchschorf am Kopf. Was ihr hier jetzt nicht seht, ist der zusätzliche Ausschlag im Windelbereich, der aber nicht anders aussah als der unter den Achseln. An den Oberschenkeln befand sich ungeschützte Haut, bei der sich die oberste Schicht abgeschält hat.
An der linken Leiste war sogar ein kleiner Riss vorhanden. Am 3.12. bekam das Baby das erste Mal das passende homöopathische Arzneimittel. Am 6.12., 3 Tage nach der erstmaligen Einnahme, zeigten sich schon große Fortschritte. Die Haut sah nicht mehr ganz so wund aus. Dafür war am Bauch und auch am Ohr ein Fleck dazugekommen, was wir als eine Art Erstverschlechterung, die bei einer homöopathischen Behandlung auftreten kann, einstufen können. Im Windelbereich waren am 12.12. lediglich die Leisten noch etwas gerötet, was aber am 19.12. komplett zurückgebildet war. Die Hautbeschwerden im Windelbereich waren die ersten, die sich besserten. Die nächsten Hautstellen, die sich zurückbildeten, waren unter den Achseln auf beiden Seiten. Wir schauen uns zuerst einmal die Achsel auf der linken Seite an. Wie ihr seht, blicken wir am 28.11. noch vor der homöopathischen Behandlung, die ja am 3.12. startete, auf wunde Haut, bei der die oberste Schicht fehlte. Schon 3 Tage nach Beginn der homöopathischen Behandlung schien es so, als ob sich neue Hautzellen gebildet hatten. Eine Woche später hatte sich unter der linken Achsel keine weitere Verbesserung ergeben. Bis zum 19.12. blasste auch der Ausschlag unter der linken Achsel deutlich ab und war am 27.12. gänzlich verschwunden. Die rechte Achsel sah am 28.11. vor der homöopathischen Behandlung so aus, wie ihr dies auf dem ersten Bild sehen könnt. Auch hier sehen wir wunde Haut, die am 6.12. etwas heller wurde. Am 12.12. sehen wir einen kleinen Rückzug des Hautausschlags, sodass sich die Fläche etwas verkleinerte. Auch auf dieser Seite blasste der Hautausschlag bis zum 19.12. ab und war am 27.12. so gut wie verschwunden. Hier ist noch ein Bild vom 9.1., auf dem man keinen Ausschlag mehr erkennen kann. Zum Schluss erst verschwand der Hautausschlag in der Halsfalte. Hier habe ich leider kein Bild von vor der homöopathischen Behandlung. Am 6.12., also 3 Tage nach Beginn der homöopathischen Behandlung, sehen wir den Ausschlag in einem dunklen Rot, der sich bis zum 12.12. etwas aufhellte. Bis zum 19.12. verkleinerte sich die Fläche des Ausschlags etwas und es sah so aus, als ob sich eine neue Hautschicht bildete. Dieser Prozess dauerte bis über den 2.1. hinaus. Ab diesem Zeitpunkt bildete sich dann auch die Rötung zurück, sodass der Ausschlag am 9.1. kaum noch vorhanden war. Zeitgleich hatte das Baby einen ausgeprägten Milchschorf auf der Kopfhaut. Der Milchschorf ist eine entzündliche Hautveränderung und manchmal auch die erste Erscheinungsform einer späteren Neurodermitis, weswegen es für das Baby günstig ist, homöopathisch behandelt zu werden, um präventiv weiteren Hauterkrankungen entgegenzuwirken. Vor der homöopathischen Behandlung sah der Milchschorf so aus, wie ihr dies auf dem Foto sehen könnt. Wir begannen ja, wie schon erwähnt, die homöopathische Behandlung am 3.12. Noch im ersten Monat besserte sich der Milchschorf deutlich, brauchte aber mit circa 4 Monaten am längsten, bis auch dieser verschwunden war. Wir sehen hier am 3.3. eine Stelle am Kopf, die das Baby sich aufgekratzt hatte, aber keinen Milchschorf mehr. Während der Behandlung musste einmal das homöopathische Arzneimittel in der Potenz angepasst werden. Das Baby hatte auch Risse hinter den Ohren, die unangenehm rochen und sich auch während der Behandlung zurückbildeten. Wir sehen hier einen wunderschönen Verlauf der Haut, der dem Baby auch in anderen Bereichen eine gesundheitliche Verbesserung verschaffte. Die konventionelle Medizin hat bei Hautausschlägen meist nur unterdrückende Behandlungen anzubieten. Aber auch in der Homöopathie müssen wir darauf achten, Hautausschläge nicht zu unterdrücken, wenn wir den Patienten in Richtung Genesung bringen wollen. Wenn sich auch die anderen vorhandenen Beschwerden bessern, können wir davon ausgehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und eine innere und äußere Heilung vonstatten geht und keine Unterdrückung stattfindet. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder kommentiert unter dem Video. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dann wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!